Die anderen sind mir gleichgültig. Vollkommen gleichgültig. Ich meinte den anderen Wagen, Patrick. Warum musstest du überholen? Ach bitte, Viktorin. Stör meine herrliche Ruhe nicht mit solchen Fragen. Warum musstest du überholen? Ich habe einen Zorn gegen die dicken Limousinen, die so teuer und so rücksichtslos sind. Die gar nicht dran denken, andere vorbeizulassen. 777. Was heißt das? Die Nummer endete so. 777. Du, als ich endlich neben dem Kerl war, weißt du, was der tat? Ach, du warst betrunken, Patrick. Der zündete sich eine Zigarette an. Ich sah einen Augenblick zur Seite und sah sein arrogantes Gesicht vom Streichholz angeleuchtet, seine halb zugekniffenen Augen, den weißen Schal um seinen Hals. Er war bestimmt geblendet, konnte nichts sehen. Aber ich sah immerhin den Baumstamm, wenn auch nur im letzten Augenblick. Also, wer ist schuld? Der nachts ein Streichholz anzündet und das Steuer loslässt, der kann wohl kaum unschuldig sein. Waren noch andere in seinem Wagen? Ich glaube aber, ich sah nur dieses eine Gesicht. Was mag Ihnen passiert sein? Was weiß ich, in den Graben gefahren, gegen einen Baum, sich überschlagen. Oder Sie hatten Glück und es passierte gar nichts. Ach, offen gesagt, das lässt mich vollkommen unbeteiligt. Als wäre es der letzte Teil eines Abenteurerfilms, dessen Spannung plötzlich nachlässt und den man vergisst, während er noch abläuft. Herrlich ist diese Ruhe.